Hi, ich bin Luca und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe vor circa 7 Jahren eine relativ krasse Transformation durchgemacht. Das war so Anfang 2017 und da habe ich circa 20 Kilo abgenommen. Und darüber habe ich im Internet bisher fast gar nicht geredet, beziehungsweise ich habe es vielleicht mal nebenbei erwähnt, aber die ganze Story habe ich noch nie erzählt. Es ist auch eine sehr persönliche Story, weil ich in dieser Zeit auch relativ viele emotionale Themen verarbeiten musste. Aber ich dachte, die Story passt eigentlich perfekt so jetzt zum neuen Jahr. Vielleicht hast du dir auch schon Vorsätze gemacht oder hast du ein paar Ideen für Dinge, die du dieses Jahr vielleicht erreichen möchtest oder gerne ändern möchtest, dann bist du hier eigentlich genau richtig, auch wenn dein Ziel jetzt nicht konkret was mit Abnehmen oder Fitness zu tun hat. Viele Sachen, über die ich reden werde, sind eigentlich allgemeingültig, also egal, welches Ziel du erreichen möchtest. Kurze Backstory, es war so 2017, als ich meine Fitness-Transformation hatte und relativ krass abgenommen habe. Und davor das Jahr, also 2016, war ich eigentlich das ganze Jahr über in Australien. Ich habe da einfach so ein Auslandsjahr gemacht an der Uni und irgendwie dieses Jahr war auch sehr lebensverändernd für mich, aber auf andere Art und Weise. Also dieses Jahr in Australien war mega cool. Ich habe so viele Reisen unternommen, so viele Leute kennengelernt, war auf so vielen Partys. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe dort nicht gerade den gesündesten Lifestyle gelebt, leider. Ich habe nicht so wirklich auf gesunde Ernährung geachtet und oft halt auch irgendwie Fastfood gegessen. Ich war auch extrem oft feiern und habe dann natürlich auch relativ viel Alkohol konsumiert. Und das hat sich irgendwann natürlich abgezeichnet. Also ich kann euch mal ein paar Bilder einblenden, wie ich quasi am Ende dieses Jahres in Australien aussah. Ja, aber natürlich dieses Thema übergewichtig sein, das trage ich nicht nur seit dem Jahr in Australien mit mir rum, sondern eigentlich so seit Anfang der Pubertät schon. Ich bin ja auch trans, was viele von euch wahrscheinlich schon wissen, aber so in der Pubertät ging es so los, dass ich langsam angefangen habe, mich super unwohl in meinem Körper zu fühlen. Und dann habe ich halt langsam angefangen zuzunehmen, wahrscheinlich, weil ich mit meinen Gefühlen nicht umgehen konnte und stattdessen lieber was gegessen habe. Und ich habe auch zwischenzeitlich immer wieder versucht, irgendwas zu verändern und mehr Sport zu machen und meine Ernährung umzustellen. Aber irgendwie hat es nie so richtig geklappt. Bis zu diesem Zeitpunkt, Anfang 2017, wo ich irgendwie meinen ganzen Mut zusammengenommen habe. Ich war einfach an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, so geht es nicht mehr weiter. Ich muss jetzt einfach mal was verändern. Mir ging es auch mental überhaupt nicht gut. So, ich hatte voll viel Spaß in diesem Jahr in Australien und dann war ich auf einmal wieder zurück in Deutschland bei meinen Eltern und es war Januar, es war kalt, alle meine Freunde waren irgendwie nicht da und genau, ich habe auch nicht nur abgenommen, also die Veränderungen in diesem Jahr waren nicht nur körperliche Veränderungen, sondern ich habe auch gelernt, wie man bessere Beziehungen führt, beziehungsweise ich habe den schlimmsten Heartbreak meines Lebens irgendwie durchgemacht und das war auch das Jahr, in dem ich mir endlich eingestanden habe, dass ich trans bin und mich geoutet habe. Also in dem Video versuche ich auch auf diese zwei Sachen einzugehen und ein bisschen zu erklären, wie alles so zusammenhängt, weil ich finde das super spannend, wie sich so emotionale Themen oft auch körperlich äußern. Ich blende einfach mal so eine Liste von Themen ein, die ich versuche in diesem Video abzuarbeiten. Und natürlich noch ein kurzer Disclaimer, bevor wir loslegen. Ich weiß, das Thema Abnehmen ist kein leichtes Thema. Ich weiß, dass auch viele Leute, vor allem in der queeren Community, mit ihrem Essverhalten strugglen. Deswegen wollte ich kurz nochmal sagen, du musst natürlich nicht abnehmen. Du bist gut so, wie du bist. Das ist jetzt nur meine Story, wie es bei mir war. Und falls du dich irgendwie ein bisschen inspirieren lassen willst von meinen Erlebnissen, dann ist das natürlich cool, aber du musst natürlich nichts machen, worauf du keine Lust hast und machst natürlich für dich und weil du dich damit besser fühlst und nicht, um irgendwie irgendwelchen gesellschaftlichen Normen zu entsprechen oder irgendwelchen Leuten zu gefallen. Okay, gut, fangen wir an und zwar mit dem Buch The Power of Habit. Ich glaube, von diesem Buch habe ich schon ein paar Mal geschwärmt, aber es war einfach ein lebensveränderndes Buch. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, der irgendwie mehr über Gewohnheiten und Routinen und wie sie unser Leben bestimmen wissen will. Das Buch Atomic Habits ist übrigens auch sehr gut, vielleicht sogar besser. Auf jeden Fall, dieses Buch habe ich gelesen Anfang des Jahres 2017 und das hat irgendwie komplett mein Mindset umgestellt. In dem Buch geht es halt, wie gesagt, darum, wie wichtig Gewohnheiten und Routinen für unser Leben sind. Die meisten Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, basieren halt wirklich nur auf unseren Routinen. So viele bewusste Entscheidungen treffen wir gar nicht und das ist eigentlich auch ganz gut so. Es macht es natürlich leichter, durchs Leben zu gehen, dadurch, dass unser Verhalten so routiniert ist. Es spart einfach unserem Gehirn einiges an Arbeit, wenn wir so automatisch durchs Leben gehen. Aber wie gesagt, es hat natürlich auch eine Schattenseite, wenn wir unser ganzes Leben so in diesem Autopilot-Modus leben, macht es uns natürlich auch viel schwerer, unsere Gewohnheiten umzustellen. Weil um etwas zu verändern, müssen wir uns dann ganz bewusst anstrengen und unsere Gewohnheiten umstellen. Gewohnheiten laufen eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab, also Cue, Routine, Reward. Ich habe es jetzt einfach mal auf Englisch gesagt, weil ich das Buch auf Englisch gelesen habe. Aber Cue ist sozusagen der Auslöser vom Verhalten, dann die Routine ist das Verhalten und der Reward ist das positive Erlebnis danach. Kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel früher immer oder auf jeden Fall häufig, wenn ich Filme abends geschaut habe, dazu Chips gegessen oder andere Süßigkeiten. War so eine meiner schlechten Gewohnheiten. Also der Cue wäre in dem Fall, dass ich einen Film gucke. Die Routine ist dann eine Tüte Chips essen und der Reward ist, dass ich mich dadurch besser fühle, weil mein Körper irgendwie Dopamin ausschüttet. Und jeder von uns hat wahrscheinlich total viele von diesen Gewohnheiten, einfach weil sie oft auch unterbewusst eingeprägt sind. Ich finde es zum Beispiel immer witzig, wenn man irgendwie nach der Arbeit noch woanders hinfahren will. Und mir ist es schon so oft passiert, dass ich dann aus Versehen
Versehen in die Richtung von meinem Zuhause gelaufen bin oder aus Versehen fast in die Bahn, die ich eigentlich nach Hause nehmen würde, eingestiegen bin. Einfach weil ich darauf schon so extrem programmiert bin. Also es ist echt krass und echt spannend, wie sehr Routinen unser Leben eigentlich bestimmen. Die zweite wichtige Sache, die ich aus diesem Buch mitgenommen habe, ist, dass unsere Willenskraft auch extrem limitiert ist. Ihr merkt es vielleicht auch manchmal, dass es viel, viel einfacher ist, gute Entscheidungen am Morgen zu treffen, statt am Abend. Einfach weil am Abend unsere Willenskraftspeicher fast leer sind. Also wenn mir jemand zum Frühstück Süßigkeiten anbietet, dann ist es so einfach für mich, da Nein zu sagen. Wenn ich extrem müde, gestresst und hungrig von der Arbeit nach Hause komme und mir bietet jemand Süßigkeiten an, dann inhaliere ich die. Und oft, wenn man was an seinem Leben verändern will, versucht man das halt mit Willenskraft zu machen. Indem man einfach diszipliniert ist und durchzieht und einfach eine starke Willenskraft hat. Spoiler Alert, das ist ultra anstrengend und eigentlich auch meistens zum Scheitern verurteilt. Klar, am Anfang, wenn man super motiviert ist und einen guten Tag hat, dann kann man sich schon auf seine Willenskraft verlassen, aber irgendwann hat man immer einen schlechten Tag oder es läuft nicht alles so wie geplant und dann wirft man meistens alles wieder über Bord. Deswegen, anstatt sich auf seine Willenskraft zu verlassen, ist es viel, viel besser, einfach neue Routinen in seinen Tag zu implementieren. Man sagt auch immer, es braucht so 30 Tage, bis eine neue Routine wirklich integriert ist und dann automatisch abläuft. Ganz einfaches Beispiel dafür, du willst zum Beispiel mehr Sport machen und klar kannst du dir sagen, okay, ich mache jetzt einfach mehr Sport, ich zieh das durch. Oder du baust dir ganz konkret und langsam eine Routine auf. Zum Beispiel immer montags, mittwochs, freitags nach der Arbeit gehst du noch ins Gym. Und dann packst du am besten am Abend vorher schon alles in deine Tasche, dass du ready bist und eigentlich gar keine andere Wahl hast mehr als das durchzuziehen. Und die ersten paar Tage und Wochen muss man sich immer noch so ein bisschen dazu zwingen, beziehungsweise bewusst diese Entscheidung treffen. Aber nach einer Weile wird es wirklich immer einfacher, weil man dann so in dieser Routine drin ist. So, im nächsten Teil gehe ich dann jetzt ganz konkret auf meinen Prozess ein, weil ich habe auch nicht immer alles perfekt gemacht und ich habe auch viele Sachen ausprobiert, aber ich glaube, ich habe auch viele Sachen unbewusst richtig gemacht. Die erste Sache, die ich auf jeden Fall richtig gemacht habe, ist, dass ich mir einen Plan gemacht habe. Also ich bin nicht super blind in dieses Weight Loss Projekt reingegangen und habe einfach mal irgendwie was gemacht, sondern ich habe mich wirklich hingesetzt und mir konkret überlegt, wie ich das angehen kann. Und das ist natürlich bei jeder Person unterschiedlich. Jede Person hat einen anderen Zeitplan und andere Vorlieben, wie man gerne was macht. Aber Planen ist eigentlich immer wichtig, weil es kann nie schaden, einen Plan zu haben. Und selbst wenn man merkt, der Plan funktioniert doch nicht so gut und man ändert später nochmal was, ist es auf jeden Fall gut, am Anfang einen Plan zu haben. Ich hatte damals sogar eine Wette abgeschlossen mit meiner damaligen Freundin. Ich weiß nicht mehr genau, was die Wette war, aber ich glaube, der Plan war irgendwie, ich muss 15 Kilo abnehmen und ich hatte dafür irgendwie 3 oder 4 Monate Zeit. Und wenn ich das schaffe, dann lädt sie mich auf eine Pizza ein oder so. Und ja, klar, es ist nur ein Pizzadate, um das es ging und nicht irgendwie 1 Million Euro. Aber es war trotzdem einfach dieses Commitment und es ging auch irgendwie so ein bisschen um den Stolz. Und dadurch, dass ich einer anderen Person von meinem Vorhaben erzählt habe, hatte ich auch irgendwie diese Accountability. Weil sie hat dann natürlich auch öfter nachgefragt, so hey, wie läuft's? Kommst du gut voran? Und dann hat man halt jemanden, dem man so von seinem Fortschritt erzählen kann. Ich habe in der Anfangsphase auch einfach ultra viele Videos zum Thema Sport und Ernährung und Fitness und Abnehmen geschaut. Also ich war echt krass informiert und voll in dieser Materie drin und habe dann einfach ganz viele Sachen ausprobiert. Also jeder Fitnesscoach hat ja immer irgendwie andere Tipps, was gut funktioniert. Und ich finde, hier kommt es auch wieder super individuell drauf an, was für dich gut funktioniert. Deswegen einfach mal informieren und dann schauen, welche Tipps zu einem passen, welche Tipps sich auch gut in deinen Alltag implementieren lassen. Ich werde später auch nochmal auf ein paar konkrete Tipps eingehen, die für mich persönlich gut funktioniert haben. Aber ein paar Sachen, die ich ausprobiert habe, war auf jeden Fall eine Zeit lang so aufzuschreiben, was ich immer esse, so wie so ein Food Diary. Das habe ich aber auch nicht lange gemacht, weil es mir irgendwie zu anstrengend war. Dann Kalorien getrackt habe ich auch eine Zeit lang, vielleicht eine Woche, maximal 2 Wochen. Das hat auch nicht so gut funktioniert bei mir, weil irgendwie war es mir zu stressig, auch jedes Mal so mein Essen abzuwiegen oder irgendwie auszurechnen, wie viele Kalorien das jetzt waren. Das hat mich einfach nur noch mehr gestresst. Obwohl ich muss schon sagen, es war schon interessant dann zu wissen, nicht nur bezüglich der Kalorien, aber auch bezüglich dieser Makronährstoffe, also wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiße und wie viel Fette so in den Lebensmitteln vorhanden sind. Also einfach nur so ungefähr, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Aber ich kenne auch so viele Leute, bei denen Kalorienzählen eher negative Konsequenzen gehabt, weil sie dann einfach so verkopft waren und sie es eigentlich noch mehr gestresst hat. Für manche Leute funktioniert es auch super, aber ich stehe dem Thema Kalorienzählen eher ein bisschen kritisch gegenüber. Ich habe auch extrem viel selbst gekocht, auch viel mehr mit Gemüse gekocht und neue Rezepte ausprobiert und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich war dann auch immer voll stolz, wenn ich was Leckeres zu essen gezaubert habe, was irgendwie nicht nur lecker, sondern auch gesund war. Dann habe ich mich im Gym angemeldet. Also ich war ja, als ich diese Challenge begonnen habe, war ich ja noch
in meiner Heimatstadt sozusagen bei meinen Eltern. Ich bin mir relativ sicher, ich habe so am 1. Februar mit der Challenge angefangen und das Sommersemester geht ja immer erst so Mitte April los. Deswegen war ich zu der Zeit, habe ich noch zu Hause gewohnt. Ich hatte halt auch irgendwie mein Zimmer in Freiburg, also wo ich studiert habe, untervermietet für die Zeit, um Miete zu sparen. Keine Ahnung, ich konnte dann, ich war dann irgendwie hab festgesteckt bei meinen Eltern. Ja, aber das war ganz cool. Ich habe mich dann mit meinem Bruder zusammen tatsächlich im Gym angemeldet und dann sind wir auch oft einfach zusammen ins Gym gegangen. Das war eigentlich ganz cool. Ich habe dann auch so ein Workout-Programm bekommen. Das habe ich dann immer so 3-4 Mal die Woche gemacht. Und das war eigentlich so eine richtig schöne Routine. Natürlich hatte ich zu dieser Zeit auch extrem viel Zeit, einfach weil Semesterferien waren. Und ich glaube, ich musste so ein paar Sachen für meine Bachelorarbeit machen, aber ich war extrem flexibel mit meiner Zeiteinteilung. Als das Semester losging, war es nicht mehr ganz so einfach. Erstens konnte ich natürlich nicht mehr in das Gym gehen, weil ich dann wieder in Freiburg war und ich da nicht im Gym angemeldet war. Und ich habe auch überlegt, ob ich mich dann dafür das Gym anmelden soll. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil so viel Spaß gemacht hat mir das Gym dann doch irgendwie nicht. Also ich fand es immer cool, so da gewesen zu sein und Sport gemacht zu haben. Aber es gab halt andere Sportarten, die mir zum Beispiel viel mehr Spaß gemacht haben. Und dann habe ich mich bewusst gegen das Gym entschieden und war dann einfach oft draußen joggen. Und einmal oder zweimal die Woche war ich dann noch beim Fußball, beim Unisport. Das war für mich persönlich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil ich finde, auch wenn der Sport dir Spaß macht, dann bleibt man auch eher am Ball und zieht das durch, wenn man sich freut auf den Sport. Also klar, Gym-Workout hat sehr viele Vorteile, aber ich will damit nur sagen, wenn dir das gar keinen Spaß macht, dann gibt es auch viele andere Sportarten, die man stattdessen machen kann. Dann habe ich mich auch das allererste Mal gewogen seit irgendwie 10 Jahren oder so. Und das war natürlich erstmal ein bisschen enttäuschend, weil ich war so, oh mein Gott, ich wusste schon, dass ich ein bisschen übergewichtig war, aber ich dachte irgendwie nicht so viel. Ich glaube, ich habe dann so um die 80 Kilo oder sowas gewogen, tatsächlich am Anfang der Challenge. Aber dadurch, dass ich angefangen habe, mich regelmäßig zu wiegen, konnte ich einfach meinen Progress tracken und habe Fortschritte gesehen. Und diese Fortschritte haben mich einfach auch nochmal extra motiviert, dann weiterzumachen. Dazu muss ich auch noch ganz kurz sagen, so Fortschritt ist wirklich nicht immer linear. Das musste ich dann auch lernen. Und manchmal habe ich auch in der Woche gar nichts abgenommen oder tatsächlich auch nochmal wieder zugenommen. Das ist auch total normal. Vor allem am Anfang muss ich deinen Körper irgendwie umstrukturieren und dann lagert er manchmal mehr Wasser ein und dann kann es halt auch irgendwie sein, dass du erstmal zunimmst. Also davon sollte man sich auf jeden Fall nicht beirren lassen. Ich habe auch ab und zu einfach mal ein paar Progress-Bilder gemacht und das tut halt extrem gut zu sehen, wenn du irgendwie so ein Tief hast, dass du dir dann die Bilder von vor einem Monat oder vor 2 Monaten anschaust und dann doch realisierst, so ey, es hat sich doch eigentlich krass was verändert. Und es ist wirklich so, je länger man in dieser Routine ist und je länger man dran bleibt, umso einfacher wird's. Am Anfang musste ich mich jedes Mal so ein bisschen pushen, so zum Sport zu gehen oder was Gesundes zu essen. Und natürlich, selbst wenn man gut in der Routine irgendwann drin ist und es einfacher wird, hat man trotzdem ab und zu schlechte Tage, wo man wirklich gar keinen Bock hat. Aber genau an solchen Tagen ist es halt einfach wichtig, dass man diese Routine hat, weil man sich so dann so festhalten kann an der Routine. Jetzt wollte ich einfach nochmal ein paar konkrete Routinen von mir auflisten, die ich geändert habe und die ich implementiert habe und die mir extrem viel weitergeholfen haben. Die erste Routine war auf jeden Fall immer Gemüse oder Obst zu jeder Mahlzeit essen. Erstens ist es natürlich gesünder, hat viel mehr Vitamine, Ballaststoffe etc. Zweitens, du kannst so einen riesigen Batzen Gemüse essen und es hat irgendwie genauso viele Kalorien wie irgendwie so ein bisschen Nudeln. Gemüse ist einfach toll und mittlerweile finde ich Gemüse auch extrem lecker, also je nachdem, wie man es zubereitet. Aber ich verstehe auch nicht, wie ich als Kind oder als Teenager es einfach gehasst habe, Gemüse zu essen. Als nächstes habe ich immer so versucht, nach 20 Uhr einfach nichts mehr zu essen. Natürlich, dadurch isst man nicht automatisch gleich weniger, aber mir hat es irgendwie geholfen, einfach so weniger zu snacken. Ich habe dann immer so zwischen 6 und 8 wahrscheinlich Abendessen gegessen. Also natürlich war es nicht immer genau 20 Uhr und wenn ich um 20:03 noch kein Abendessen gegessen hatte, dann durfte ich nichts mehr essen. So streng habe ich es nicht genommen, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, da irgendwie so diese Richtlinie zu haben. Dann habe ich natürlich versucht, auf Süßigkeiten zu verzichten, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber bestimmt habe ich mir irgendwie so einmal die Woche so einen Cheat Day erlaubt oder nicht Cheat Day, aber ich habe mir irgendwie habe ich mir dann schon Süßigkeiten gegönnt, so zu besonderen Momenten. Dann Sport, super wichtig. Ich glaube, ich habe versucht, so immer so jeden zweiten Tag Sport zu machen, also dann so 3-4 Mal die Woche. Und beim Sport habe ich auch versucht, das immer morgens zu machen. Also natürlich, wenn du irgendwie morgens früh arbeiten musst, dann bietet es sich eher an, abends zu machen. Aber bei mir hat es sich eher morgens angeboten und für mich war das auch ganz gut, weil dann hat man es immer hinter sich und kann den restlichen Tag irgendwie strukturieren, ohne die ganze Zeit an Sport zu denken. Und an den anderen Tagen, an denen ich keinen Sport gemacht habe, habe ich aber dann trotzdem versucht, mich irgendwie regelmäßig zu bewegen oder ab und zu spazieren zu gehen, dass ich halt immer irgendwie so auf meine 10.000 Schritte komme. Ich glaube, in der Zeit war ich auch immer relativ häufig nach dem Abendessen immer noch so kurz spazieren, irgendwie gar nicht so lang, so eine halbe Stunde oder so. Aber das war immer ganz nice. Ich habe dann irgendwie währenddessen einfach Musik gehört oder mit irgendwelchen Freunden telefoniert. Ja, ich finde, spazieren gehen ist auch immer extrem nice, so für die mentale Gesundheit und es entspannt einfach. So, also so hat die Weight Loss Challenge angefangen. Es lief auch eigentlich alles mehr oder weniger ganz gut, bis eines Tages
meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Mittlerweile kann ich drüber lachen. In dem Moment ist wirklich so eine kleine Welt für mich zusammengebrochen. Aber mittlerweile ist es so lange her, dass man da eigentlich mal drüber sprechen kann. Vor allem, es hat so voll in diese Weight Loss Challenge mit reingespielt. Deswegen finde ich es wichtig, das noch irgendwie zu erwähnen. Also wir hatten uns damals tatsächlich in Australien kennengelernt und ich bin dann halt Ende des Jahres nach Deutschland zurück. Aber sie ist dann noch ein halbes Jahr länger als ich in Australien geblieben. Das heißt, wir hatten quasi eine Fernbeziehung von Deutschland nach Australien. War extrem schwierig, unter anderem auch wegen der Zeitverschiebung natürlich. Aber ich glaube, das größte Problem war, dass ich irgendwie nie gelernt habe, meine Gefühle und meine Bedürfnisse richtig zu kommunizieren. Und ich glaube, durch diese physische Distanz habe ich mich auch emotional extrem von ihr distanziert. Und ich war mental nicht not in a good place. Ich habe mich auch generell total zurückgezogen und habe einfach nicht mit ihr geredet und nicht kommuniziert, wie ich mich fühle. Und ich glaube, da hatte sie einfach keinen Bock mehr drauf. Sie war in Australien, sie wollte halt auch einfach ihre Zeit in Australien genießen und irgendwie nicht die ganze Zeit versuchen, alles aus mir rauszukratzen. Und dann haben wir halt irgendwann mal geskypt und sie war so, okay, ich kann das nicht mehr, ich will Schluss machen. Und irgendwie im Nachhinein war es total absehbar, aber in dem Moment war ich extrem geschockt, weil diese Beziehung auch eine der wenigen Sachen war, die mir irgendwie Halt gegeben hat zu der Zeit. Und damit musste ich erstmal umgehen. Also ich war extrem traurig, ich habe extrem viel geheult, bestimmt eine Woche lang oder zwei Wochen. Aber ich glaube, das war trotzdem total nötig und wichtig, damit ich endlich aufwache. Weil, wie gesagt, mir ging es nicht gut und anstatt mir irgendwie Hilfe zu suchen und über meine Probleme zu reden oder darüber zu reden, wie ich mich gerade fühle, habe ich mich einfach nur so zurückgezogen. Und dann hatte ich auf einmal diesen ganzen Heartbreak-Schmerz und dann ist mir endlich so wirklich bewusst geworden, egal was du machst, so, du wirst immer irgendwie verletzt werden. Wenn du dich Leuten nicht öffnest und nicht zeigst, aus Angst verletzt zu werden, Leute können trotzdem dein Herz brechen. Das heißt, so, es bringt alles nichts. Dann war ich auf jeden Fall in diesem Mindset, jetzt habe ich eh nichts mehr zu verlieren und habe das gemacht, was natürlich alle machen würden. Und ich habe ihr dann so einen 10-seitigen handgeschriebenen Brief geschrieben, in dem ich ihr quasi mein Herz ausgeschüttet habe und wirklich all die Sachen angesprochen habe, die ich früher halt nicht getraut habe, ihr zu sagen, aus Angst, dass ich mich dadurch verletzbar mache. Und wer hätte es gedacht, das hat sogar ganz gut funktioniert. Also wir haben dann tatsächlich viel angefangen zu reden und viel offener auch zu kommunizieren. Und eine Zeit lang haben wir dann wirklich so einfach lange Briefe hin und her geschrieben, die dann halt auch immer so ein, zwei Wochen gebraucht haben, bis sie überhaupt angekommen sind. Das war schon ein bisschen romantisch und irgendwann haben wir dann auch wieder angefangen, relativ häufig zu telefonieren. Teilweise haben wir auch immer so 5-6 Stunden am Stück telefoniert und das war irgendwie krass, dass wir voll die krasse emotionale Verbindung auf einmal zueinander aufgebaut haben, obwohl wir halt physisch gesehen so extrem weit voneinander entfernt waren. Aber dadurch habe ich halt gelernt, dass es okay ist, sich Leuten komplett zu öffnen und Leuten auch einfach zu vertrauen mit deinen Gefühlen. Und natürlich hat das nicht 1:1 direkt was mit dieser Weight Loss Challenge zu tun, aber diese zwei Sachen sind halt einfach parallel passiert und hängen schon irgendwie zusammen. Weil ich finde, voll viele von diesen, in Anführungszeichen, negativen Angewohnheiten, die wir haben, sind einfach total krass emotional belastet. Meine Essgewohnheiten früher und teilweise wahrscheinlich jetzt immer noch. Also ich habe ja, so oft habe ich einfach Süßigkeiten gegessen, weil ich meine eigenen Gefühle nicht fühlen wollte, weil ich meine Gefühle damit unterdrücken wollte. Und deswegen ist es auch so schwer, diese Angewohnheiten loszulassen, weil sie haben einem ja auch irgendwie Halt gegeben. Also Essen war halt mein Coping-Mechanismus, um mich nicht schlecht zu fühlen. Und natürlich war das kein gesunder Coping-Mechanismus, aber er hat auch irgendwie funktioniert, sonst hätte ich es halt nicht gemacht. Und ich weiß noch, ich hatte damals auch immer das Gefühl, so egal wie viel ich gegessen habe, ich habe mich nie voll gefühlt, also ich habe mich immer noch trotzdem leer gefühlt. Und deswegen war es damals für mich auch so krass schwer zu regulieren, wie viel ich esse. Und ich finde, dadurch, dass ich halt durch diese Heartbreak-Erfahrung gelernt habe, mich emotional auf Leute einzulassen und mich mehr zu öffnen, dadurch habe ich einfach neue Wege gelernt, mit meinen Gefühlen umzugehen. Und es ist mir, glaube ich, viel einfacher gefallen, loszulassen von dieser Mentalität, so, du musst was essen, wenn es dir schlecht geht. So, dann reden wir noch kurz drüber, wie das alles dazu geführt hat, dass ich rausgefunden habe, dass ich trans bin, weil das hat natürlich ein Fass aufgemacht. Also 2017 hat sich echt extrem krass viel für mich verändert. Also auch irgendwie alles auf einmal. Genau, auf jeden Fall trans sein oder die Möglichkeit, dass ich trans sein könnte, war halt auch eins dieser Gefühle, was ich immer so ein bisschen unterdrückt hatte. Ich habe da zwar die Jahre vorher schon immer wieder drüber nachgedacht, aber ich habe es auch immer wieder zur Seite geschoben, weil ich, glaube ich, noch nicht bereit war, damit umzugehen oder das halt auch irgendwie öffentlich auszuleben. Und ja, irgendwie dadurch, dass ich diese Weight Loss Transformation irgendwie mehr oder weniger erfolgreich, dass ich irgendwie gemerkt habe, es klappt irgendwie, es verändert sich was. Und dann noch die Sache mit meiner Freundin, was ja auch irgendwie erstmal eine total schreckliche, aber danach im Nachhinein eine total schöne Erfahrung war. Das hat mich irgendwie dafür bereit
gemacht, mich jetzt auch diesen Gefühlen zu stellen und endlich auch mal diese Trans-Sache anzugehen und mich damit mehr auseinanderzusetzen. Durch diese Fitness-Transformation habe ich auch angefangen, mich viel wohler in meinem Körper zu fühlen. Bestimmte Klamotten, die mir halt vorher nie gepasst haben, haben mir auf einmal gepasst. Dadurch, dass mein Gesicht auch so ein bisschen schmaler geworden ist, sah ich halt auch viel, viel mehr wie ein Junge aus. Ich konnte meine Oberweite besser verstecken, war auch weniger curvy und hatte dadurch halt so ein besseres Passing in Anführungszeichen. Und natürlich hat es mir auch extrem viel Selbstvertrauen einfach gegeben. Ich habe mich wohler gefühlt in meinem Körper mit meinem Presenting, aber auch die Tatsache, dass ich das alleine in die Hand genommen habe, also diese Fitness Transformation und es irgendwie geschafft habe. Ich hatte dann halt das Gefühl, ich habe die Sache selber in der Hand und ich kann kontrollieren, was passiert. Und so diese eine Sache, die ich 10 Jahre lang nicht geschafft habe, die habe ich auf einmal geschafft. Und dann war ich halt so, okay, wenn ich das schaffen kann, dann kann ich vielleicht auch eine Transition schaffen. Also irgendwie erschien alles viel möglicher auf einmal. Ich habe mir in der Zeit dann auch irgendwann einen Binder gekauft und ich weiß noch, ich habe dann erstmal so meinen ganzen Kleiderschrank anprobiert mit dem Binder. Und es hat sich einfach so gut und so richtig angefühlt, wie halt meine Klamotten so an mir runtergefallen sind mit einer flachen Brust. Und dann habe ich mich aber nicht direkt geoutet, das habe ich dann eher so Ende des Jahres gemacht. Aber ich glaube, da habe ich so zum ersten Mal mir selbst eingestanden, dass ich trans bin und irgendwie eine Transition machen möchte. Genau, das wollte ich auf jeden Fall gerne nochmal teilen, weil ich es irgendwie wichtig finde, dass so eine Fitness-Transformation nicht immer nur eine Fitness-Transformation ist, sondern dass da auch irgendwie ganz viele andere Aspekte mit dranhängen. Jetzt gibt es nochmal meine allerbesten Tipps in der Zusammenfassung, damit ihr auch konkret was mitnehmen könnt aus dem Video. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Planen, planen, planen. Auf jeden Fall immer planen. Es ist super wichtig, sich einen Plan zu machen und dann kann man den Plan später immer gegebenenfalls noch anpassen. Gewohnheiten haben extrem viel mit unserer Identität zu tun. Mittlerweile sehe ich mich halt auch als eine relativ sportliche Person, die auch relativ viel auf gesunde Ernährung achtet und dadurch fällt es mir, glaube ich, viel, viel einfacher, so zum Beispiel meine Sportroutinen beizubehalten. Dann ganz wichtig, Fortschritt sieht meistens nicht so aus, also ist nicht linear, sondern eher so irgendwie so. Manchmal stagniert man auch eine Weile oder macht sogar so ein paar Schritte zurück, aber das ist voll normal, einfach weitermachen. Lieber ganz langsam und stetig was verändern, als irgendwie so voll drastisch 1000 Sachen auf einmal, weil selbst ganz kleine positive Veränderungen summieren sich irgendwann über die Zeit. Also man merkt oft gar nicht, wie sehr man sich verändert, bis man dann zurückschaut und dann merkt so, hey, es hat sich doch krass was verändert. Ich bin großer Fan auch vom 80-20 Principle, also ich glaube auf Deutsch heißt das wahrscheinlich 80-20 Prinzip, zum Beispiel 80% gesunde Ernährung und dann 20% der Zeit kann man sich auch mal was Ungesundes gönnen, dass man einfach den Spaß behält und nicht so super strikt mit sich ist. Wenn du eine wichtige Sache veränderst, verändern sich dann oft ganz viele andere Sachen mit. Also fokussiere dich am Anfang vielleicht nur auf eine wichtige Gewohnheit, die du ändern willst. Wenn man zum Beispiel Sport gemacht hat, fühlt man sich danach halt auch immer so gut und so healthy und dann will man meistens auch gar kein Fastfood essen, sondern dann auch was Gesundes essen. Also oft muss man nur so eine kleine integrale Sache verändern und dann ist es so eine Kettenreaktion. Dann auch super wichtig, sei vorbereitet für Downphasen, weil auf jeder Journey, so egal was du verändern willst in deinem Leben, es wird immer Downphasen geben. Es wird immer irgendwann eine Phase geben, wo es nicht mehr so läuft wie geplant. Zum Beispiel, wenn du gerade super viel zu tun hast im Job oder in der Uni oder in deiner Beziehung, hast du vielleicht dann zum Sport nicht mehr so viel Zeit und nicht mehr so viel Energy. Mach dir am besten jetzt schon Gedanken, wie du mit solchen Situationen dann umgehen willst. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, wenn man mal für ein paar Tage oder Wochen das Programm nicht weiter durchzieht, einfach nicht entmutigen lassen und sagen so, ah, es ist jetzt eh alles für den Arsch. Einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat. Dann ist es immer gut, wenn man sich mit Leuten umgibt, die irgendwie ähnliche Ziele und ähnliche Interessen haben wie man selbst. Ich fand es halt immer cool, mich mit Leuten auszutauschen, die halt auch irgendwie sehr sportaffin waren. Ja, und einfach sich auszutauschen und ein bisschen drüber zu reden. Und ich finde, das motiviert einen auch enorm. Alternativ kann man natürlich auch einfach im Internet Content konsumieren, also irgendwie Leuten folgen, die Content zu Sport oder zu Ernährung oder zu Fitness machen. Was mich auch noch extrem motiviert hat, war es, meinen Fortschritt zu tracken. Also ich glaube, ich hatte wirklich so eine Excel-Tabelle, wo ich halt immer, wenn ich mich so einmal die Woche gewogen habe, immer eingetragen habe. Ist vielleicht ein bisschen too much, aber mir hat es Spaß gemacht. Und ich habe dann auch immer so Diagramme und sowas erstellt. Also mir macht sowas auf jeden Fall super viel Spaß. Es kann natürlich manchmal auch frustrierend sein, wenn man einfach nur das Gewicht trackt, weil sich irgendwie gerade nichts verändert. Aber man kann auch andere Sachen tracken. Man kann zum Beispiel tracken, wie oft man im Gym war oder wie oft man Sport gemacht hat oder wie oft man was Gesundes gekocht hat, weil das sind halt Sachen, die kannst du halt auch kontrollieren her von der Regelmäßigkeit. Und das Allerwichtigste zum Schluss, hab einfach Spaß bei der Sache. Du willst dich ja verändern, damit du dich wohler fühlst und nicht irgendwie um anderen Leuten zu gefallen. Deswegen finde ich super wichtig, Disziplin hin oder her, dass man trotzdem irgendwie Spaß bei der Sache hat. Ich habe ja eben schon mal kurz erwähnt, dass ich nicht so wirklich viel Spaß am Gym hatte und deswegen einfach andere Sportarten gemacht habe. Ich gehe zum Beispiel super gerne laufen, aber ich weiß, es gibt so viele Leute, die hassen Laufen. Wenn du Laufen wirklich nicht magst, dann zwing
zwingen dich nicht dazu und habe auch irgendwie ganz viel Mitgefühl mit dir selber. So eine Transformation ist auch nicht immer einfach und oft kommen halt bei so einer Veränderung auch sehr viele emotionale Themen hoch und das ist auch nicht immer einfach. Okay, das war's, glaube ich, jetzt erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren mit dem Video und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und ich freue mich auf das Jahr mit euch. Ciao, ciao!